Heute spüre ich schon den kleinen Abschiedsschmerz von Amarillo. Es waren nicht nur die Filme, die mich begeistert haben, die ich hier machen konnte, sondern auch Texas und die Umgebung von Amarillo. Es sind nicht nur die Steaks und die Steakhäuser und die Spezialitäten hier in Amarillo, sondern es ist auch das Palmer's Land, das freie Land hier zu genießen, zu erfahren und zu erobern. Wir hatten eine ganz tolle Zeit mit Tom zusammen. Wir haben Texas kennengelernt, da wo die Touristen wahrscheinlich nie hinfinden werden. Tolle Canyons, kleine Lakes und tolle Abenteuertouren mit einem Pickup. Es hat unheimlich Spaß gemacht, hier durch die Wildnis zu fahren, Texas hautnah kennenzulernen. In Ehrfurcht erkenne ich, wie die Welt wohl entstanden ist. Die Formationen, die Verläufe von Flüssen, nur das bietet Amerika. Hautnah, die Evolution, komprimiert in einem Tagesausflug. Texas ist die Herausforderung für diejenigen, die Offroad oder Abenteuer lieben. Hier in Texas, gerade um Amarillo, habe ich einmal mehr festgestellt, wie nebensächlich manche Dinge in unserer pluralistischen Gesellschaft sind. Texas hat mich geprägt in dieser kurzen Zeit und vieles sehe ich jetzt mit anderen Augen. Das Miteinander und Füreinander ist auch heute noch geprägt, denn ich weiß, ich war im Wilden Westen.